Herzlich willkommen zur Folge 2. Ich hoffe, ihr habt fleißig die erste Folge geguckt. Sonst gibt's Haue. Ja. Komme ich die Nacht in euer Schlafzimmer und hau euch. Oder kitzel eure Füße. Eins von beiden. Aber ich denke mal eher, dass ich eure Ich bin Füße ganz schön kitzel. fertig. Ich küsse. Das geht schon. Also schön Folge 1 gucken. Wir sind jetzt auch gleich da. Uns gibt's Kitzel, Kitzel. Wer ohne entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Okay. Was sollen wir schmuggeln? Ich zeig's euch. Was schmuggeln wir denn? Medizin? Mach auf. Joel, hilf mir mal eben. Haben wir irgendwas? Alleine. Damit. Ellie! Müsst ihr jetzt schon Kinder rekrutieren? Sie gehört nicht zu den Fireflies. Oh Mist. Was ist passiert? Keine Sorge, das wird wieder. Sie helfen uns. Aber ich kann nicht mitkommen. Aber dann bleibe ich. Ellie, das ist unsere einzige Chance. Wir schmuggeln Sie? Eine Truppe Fireflies wird sich mit euch am Rathaus treffen. Das ist verdammt weit weg. Ihr werdet das schaffen. Ihr bringt sie hin, kommt zurück und kriegt die Waffen. Doppelt so viele wie Robert hat. Wo du es gerade sagst, wo sind sie? In unserem Lager. Wir werden nichts schmuggeln, bis ich sie gesehen habe. Du kommst mit mir mit. Du kannst die Waffen prüfen. Und ich werde mich versorgen lassen. Aber sie wird nicht mit uns in diesen Teil der Stadt kommen. Ich will, dass Joel auf sie aufpasst. Oh, ich glaube, das ist keine gute Idee. Bei ihm. Woher kennst du sie? Ich kannte seinen Bruder Tommy. Er sagte, wenn ich in Not bin, kann ich mich auf ihn verlassen. Vor oder nach seinem Abgang aus deiner Kampftruppe? Von dir ist er auch weg. Er war ein guter Mann. Hör zu, bring sie einfach zum Nordtunnel und warte dort auf mich. Das darf doch nicht wahr sein. Sie ist bloß Ware, Joel. Mal keine Diskussion. Alles wird okay. Jetzt geh mit ihm. Halt dich ran. Und du, komm her. Gehen wir. Na dann komm, Ellie. Guck nicht so. Oh, ich habe Schüsse gehört, aber was war los? Fireflies. Das wird uns auch passieren, wenn wir auf der Straße bleiben. Du bist der Boss. Ich folge dir. Achtung! Unterstützung ist unter Krimineller. Ja, sehr gut. Wo sind wir denn hin? Runter wahrscheinlich, ne? Ja. Hier runter. Ja. Er ist ja gut. Gehen wir schon. Achtung. Ja, doch. Unterstützung gesuchter Krimineller wird mit dem Bruder. Zeigen Sie verdächtige Aktivitäten.
Nee, machen wir nicht. Wo gehen wir hin? Da hoch. Da kommen wir zum Nordtunnel. Wie sollen wir da hochkommen? Hab mal kurz Geduld. Wir kommen überall hin, Ellie. Also. Reicht das oder? Eher lieber da hin? Ja, das sollte gehen. Nicht? Okay, gut, dann schieben wir das mal woanders hin. Schieben wir das hier hin. Das sollte gehen. Ja. Muss ich ihr helfen, oder? Okay, die kann alleine. Perfekt. Der Tunnel, schmuggelt ihr Sachen durch? Ja. Auch Illegales? Ja. Manchmal. Auch schon mal ein Kind geschmuggelt? Nein. Bisher nicht. Was Aber vielleicht habe ich das mal vor. Ich weiß nicht, mal. Sie ist eine Freundin, schätze ich. Echt Spaß. Eine Freundin, ne? Du bist also befreundet mit der Anführerin der Fireflies. Wie alt bist du, 12? Sie kannte meine Mutter. Und sie kümmert sich um mich. Und ich bin 14. Auch wenn das absolut nicht wichtig ist. Wo sind deine Eltern? Wer hat überhaupt noch Eltern? Sie sind tot, schon sehr lange. Und anstatt zur Schule zu gehen, haust du lieber ab und gehst zu den Fireflies. War ja. Das so? Hey, ich darf dir nicht sagen, warum du mich schmuggelst, wenn du darauf hinaus willst. Weißt du, was toll an meinem Job ist? Ich muss gar nichts wissen. Um ehrlich zu sein... Hier ist es. Ich rutsch schon wieder in meinen Stuhl rein. Was soll das denn werden? Schlafen. Oh, und was soll ich jetzt machen? Ich bin sicher, dir fällt irgendwas ein. Deine Uhr ist kaputt. Du redest, wenn du schläfst. Ich hasse Albträume. Ja, ich auch. Weißt du, so nah war ich noch nie dran. An der Grenze. Und wie dunkel es ist. Draußen kann es nicht schlimmer sein. Nein. Oder? Was zum Teufel wollen die Fireflies von dir? Hey, hat etwas gedauert. Oh, sorry. Zwei verdammte Soldaten. Wie geht's Marlene? Sie schafft es. Ich habe die Ware gesehen. Es ist viel. Wollen wir? Ja. Dann los. Und ab geht's. Regnet ein bisschen, ne? Ist nicht komisch, dass sie uns die Arbeit überlassen? Marlene wollte es selbst machen. Wir waren nicht erste Wahl. Ist sicher nicht mal die zweite. Sie hat viele Leute verloren. Da blieb ihr nichts übrig. Ja, hoffentlich lebt noch einer, der uns bezahlt. Da wird schon jemand sein. Ja, dann mal rein. Ah, Strom. Oh ne. Mist. Und hepp.
Strommaster. Wer wartet am Treffpunkt? Sie meinte, da wären Feuerfleisch. Das Mädchen muss wichtig sein. Was ist mit dir? Vater ein hohes Tier oder so? Sowas in der Art. Wie lange dauert das alles noch? Wenn alles läuft wie geplant, liefern wir dich in ein paar Stunden ab. Ellie, wenn wir hier raus sind, musst du uns folgen und dicht bei uns bleiben. Ja, sicher. Ja gut, wenn das nur ein paar Stunden dauert, dann geht's ja klar. Oh. Wartet mal, da vorne ist eine Patrouille. Die machen wir kalt. Wir können, kommt hoch. Die machen wir kalt. Vielleicht. Komm, Kleine. Oder Tess macht es. Sei vorsichtig. Regen ist nicht gut für uns. Ach du Scheiße. Ich bin tatsächlich draußen. Hier geht's lang. Bloß keine Dummheit. Los. Umdrehen, auf die Knie. Du scannst sie, ich melde. Okay. Die Hände auf den Kopf. Oh nein. Hier ist Ramirez aus der... Nein, hallo, Spiel. Was denn jetzt los? Nein. Das Spiel hat sich aufgehört. Shit, ich mache eine kurze Ausnahmeunterbrechung. Hier ist Ramirez aus Sektor 12. Erbitte Abholung von 3 Flüchtigen. Verstanden. Sieh es doch mal so. Das hier könnte sich richtig lohnen. Sei still. Genug von diesem Scheiß. Mhm. Wie lange dauert's? Ein paar Minuten. Wir würden sie irgendwie aufhalten. Oh, Scheiße. Hier. Oh mein Gott. Hat Marlene uns verarscht? Warum schmuggeln wir ein infiziertes Mädchen? Ich bin nicht infiziert. Nein? Das hier lügt. Ich kann's erklären. Dann erklär's lieber schnell. Seht mal her! Egal, wie es passiert ist. Es ist 3 Wochen alt. Nein, man verwandelt sich in 2 Tagen. Hör auf, uns anzulügen. Es ist 3 Wochen her. Ich schwör's. Was hätte sie denn davon? Ich glaube es nicht. Scheiße. Tess, lauf! Lauf! Los! Los, komm! Oh, Scheiße! Zwei tote Uniformierte. Wiederhole. Wir haben Verluste in Sektor 12. Bitte um Verstärkung. Wir haben gerade noch mit Ihnen gesprochen. Shit! Die sind hier noch irgendwo. Das sind wahnsinnig viele. Das Gebiet. Jawohl. Ja, was soll ich sagen? Das Spiel ist abgeschmiert und schrie nach Grafik-Update. Mach mal Grafikkarten-Update. Sonst darfst du nicht weiterspielen. Ja, hat es natürlich ein bisschen was gedauert, aber es war noch okay. Ich weiß. Oh oh. Los, los!
Weiter. Ja, einfach durch. Okay, raus hier. Ganz schnell weg hier. Scheiße. Ich sehe sie. Licht aus den Augen, Teddy. Ich muss jetzt nochmal eben ganz schnell kurz nochmal einen Moment. So, jetzt. Ich hatte nicht komplett das Bild. Da schon wieder! Kann auch wegen dem Shader sein, weil der noch nicht richtig installiert ist. Wohin sollen wir? Siehst du irgendwas? So weit, so gut. Okay. Ist er da? Ist er mit Audit? Nein, ist nichts. Na dann, Niente. Wir gehen jetzt einfach hier lang. Ich kann welche hören. Gleich einen Scheißsack an. Moment. Mist, runter. Los, los. So, perfekt. Okay, wir müssen uns ein bisschen schleichen hier. Hier können wir durch. Aber warte, bevor wir hier durchgehen. Ja, ich wusste es. So. Warum zeigt er mir jetzt eh an? Hä? What the heck? Komm, Ellie. Ich geh hier durch. Okay. Okay. Ja, auf jeden Fall darüber, ne? Subtile hier draußen. Ja, ja. Wie sollen wir da vorbeikommen? Easy. Wir sehen uns noch nicht. Gehen wir außen rum. Genau. Außen? Oh. Oh Mann. Das wird, nochmal, Ellie, geht's noch? Oh, oh. Mist. Sie sind hier bei uns. Versuch sie abzulenken. Okay. Ja, Tess, geh doch. Also ich stand direkt vor ihm, aber. Mist. Mal eben. Oh. Da hoch. Hier? Okay. Und runter. Perfekt. Hier lang? Nee, hier nicht. Okay, hier lang. Tess, hast du eine Ahnung, wo lang? Nein. Es wird so anders. Werden wir uns weiter verfolgen? Nicht hier warten. Bleib still. Das war verdammt knapp, Tess. Ich hoffe, du bist es wert, Kleine. Voll eklig. Bin nicht durch. Okay. Ja, sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. Wenigstens regnet es hier nicht. Wie sieht's aus? Hm.
müssten wir durchpassen. Ja. Ich jetzt nicht, aber. Mist, Mist. Noch mehr Soldaten. Das okay. Spiel läuft noch frei herum. Verfolgung abbrechen und Sektor 11 Bericht erstatten. Ich glaube, sie sehen uns nicht. Verstanden. Zu den Fahrzeugen. Bleibt im Dunkeln. Genau. Bleibt im Dunkeln. Oh, da steht ein Fahrrad. Geht aber noch recht gut. Warum hat mein Controller jetzt vibriert? Sind Sie sicher? Nein, Sie sind noch da. Wir verschnaufen jetzt ganz kurz. Sieh nach, ob hier irgendwas Brauchbares ist. Na klar, Boss. Ja, ist ja schon eingesammelt. Alles schon mitgenommen, gar kein Problem. Tess, hier lang, durch das Rohr. Ich glaube, wir kommen hier durch. Bleib dich dran, Ellie. Okay. Oh, warte, warte. Verflucht. Sammeln, die rufen uns zurück. Zurück zum Wald. Voll eklig. Weiter. Voll eklig. Aber wir sind durch, oder? Okay, sie sind weg. Was war der Plan? Angenommen, wir bringen dich zu den Fireflies. Was dann? Marlene, sie sagte, sie hätten dort eine Quarantänezone mit Ärzten, die immer noch ein Heilmittel suchen. Ja, kommt uns bekannt vor, hm, Tess. Und das, was mit mir passiert ist, der Schlüssel zu einem Impfstoff ist. Oh, Himmel. Das hat sie gesagt. Oh, bestimmt hat sie das. Hey, verdammt, Mann! Mhm. Ich wollte das hier nicht. Ich auch nicht. Tess, was zur Hölle machen wir hier? Ist, wenn's stimmt. Ich glaub's an... Was dann, Joel? Wir haben es so weit geschafft. Bringen wir's zu Ende. Muss ich dich dran erinnern, was da draußen ist? Ich verstehe. Ja. Joel hat keinen Bock mehr. Das ist halt. Hier lang. Wenn wir durchs Zentrum gehen, sind wir bei Sonnenaufgang beim Rathaus. Okay, das hört sich gut an. Jetzt habe ich den Stein weggeworfen. Okay. Sehr schön. Warum jetzt schon wieder bitte warten? Das Spiel macht mich gerade fertig, ne? Wir warten mal. So eine Minute. Also was mache ich jetzt gleich nach meiner kurzen Unterbrechung? Für euch kaum spürbar. Für mich schon. Wir machen wieder eine Unterbrechung. Die Häuser also vom Namen aus. So. Groß. Wir haben gewartet. Was ist hier passiert? Die Bereiche um die Quarantänezonen wurden heftig bombardiert. Man wollte so viele Infizierte wie möglich führen. Kurze Zeit. Was war das jetzt? Tess, hörst du das? Ja, klang aber, als wär's weit weg. Sind wir sicher? Vorerst. Na los. Wir sind sicher. Ja. Mann, ist ganz schön tief.
Achso, L3. Da drüben ist das Rathaus. Ja, müssen da irgendwie durch. Das hier soll das Stadtzentrum sein? Mhm. Jetzt ist es nur noch Brachland. Okay. Also habe ich jetzt einfach mehr meine Taschenlampe an. Hier drüben. Ah ja. Bringt jetzt auch nichts mehr. Hey Tess. Komme. Du hast ein Wasser als Verabschiedung essen. Er wurde zerfetzt. Ja. Die Leiche ist noch frisch. Ist das schlecht? Ja, vielleicht. Kurz bin ich drum. Ja, würde ich auch sagen. Oh ja. Oh, Teile. Teile sind immer gut. Damit können wir gleich auf jeden Fall jetzt wohl den Bericht. Warten auf Verstärkung erwischt. Okay, alles klar. Verdammt, Klicker. Meine Lieblingsgegner in diesem Game. Was ist mit dem Gesicht? So sieht eine lange Infektion aus. Das heißt, die sind blind? So gut wie. Sie nutzen Geräusche. Wie Fledermäuse? Genau. Wenn du ein Klicken hörst, versteck dich. So orten sie dich. Ja. Sieht so aus, als würde gleich alles einstürzen. Kopf runter. Da kommt davon, wenn man dazu lässt, dass sich jemand auf sein Gesicht setzt oder so. Also, setzt euch nicht auf andere Gesichter und lasst nicht zu, dass sich jemand auf euer Gesicht setzt. Dann kann so was passieren. Was ist passiert? Alles ist total okay. Auch alles total stabil hier. Sieht aus wie mein Schreibtisch hier. Hilf mir hier mal. In dem Spiel, ne? Kann keiner was alleine haben. Kein Problem. Ja, noch mal Vorräte. Scheiße! Macht ihr, dass wir hier wegkommen? Ah, Vorräte. Oder auch nicht. Gucken wir mal. Ach, ein Lappen. Perfekt. Ich hab mein Ex gefunden. So, achso. Ich bin gerade schon wieder so aggro, ne? So. Oh Mann. Ich glaube, wir können hier durch. Mal sehen, ob es da weitergeht. Ach, da hängt da ja auch schon ein bisschen was, ne? Okay. So. Sicher. Komm schon, Ellie. Wie, Ellie? Du bist dran. Los, komm. Also. Okay. Komm, Großer. Na los.
Boah. Ja. Erinnert mich immer so an so einen ganz bestimmten Horrorfilm. Den nicht töten. Rüber. Oh, da riecht was. Oh, mega am Zoppeln, das Game, ne? Ich glaube, das war's. Ellie, alles klar? Bis auf die volle Hose. Alles klar. Ellie hat Pipi in der Hose gemacht. Hihi. Das ist doch überhaupt nicht laut. Okay. Überhaupt komm. Nicht. Natürlich. So. Wir machen jetzt aber erst in der nächsten Folge weiter. Nicht nach unten schauen. Was? Machst du Witze? Ja, die nächste Folge wird lustig. Wir kämpfen mit meinen Ängsten. Genau. Eigentlich gar nichts. Bis zur nächsten Folge.